Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prey. Ja, in der letzten Folge haben wir einfach mal testweise die Fluchtkapsel-Variante ausprobiert mit Wer ist Dezember? Mit dem Ergebnis, dass wir einfach halt dann nur gestorben sind. Eventuell hätte das wahrscheinlich funktioniert, wäre Dezember nicht gestorben am Anfang. Naja, wir auf jeden Fall einfach halt irgendwie tot und konnten einfach den letzten Speicherstand neu laden. Also das ist so ein Missionsziel, was wir anscheinend so erstmal nicht weiter ausführen können. Und ja, ansonsten haben wir dann endlich mal die Zugangs-, haben wir endlich mal eine Schlüsselkarte zu Alex Büro gefunden gehabt, was ja eigentlich, wo wir eigentlich einen Zündschlüssel haben wollten. Dann haben wir ein wunderschönes Video gesehen, wo wir uns selbst gesagt haben, dass wir eigentlich nur so eine komische Maschine aktivieren wollen, mit der wir... nicht genug Platz. Mit der wir die die Aliens einfach halt auflösen können oder besiegen können, ohne dass die ganze Station hinübergeht und ohne dass die ganzen Forschungsdaten verloren gehen und so weiter und so fort. Und ja. Und jetzt müssen wir noch irgendwelche Korallenknoten sammeln, weil wir irgendwie noch ein paar mehr Daten brauchen. Und genau. Das wäre jetzt aber, glaube ich, das Hauptziel, oder? Genau, ich scanne die Koralle im Außenbereich. So, wir wollen Dezember. Hat sich erledigt. Abgeschlossenes Ziel anzeigen. Nein, deaktivieren. So, wir stehen falschen Koch, wissen immer noch nicht, wo er ist. Finde Dr. Julian Howard im Arboretum. Da sind wir ja gerade. Dann müssen wir wieder hoch. Gut. Mehrere Ziele. So, da unten scheint es weiter zu sehen. Wahrscheinlich Richtung Lobby. Und wir haben eigentlich mal unsere Waffen-Upgrade-Kits mal benutzt, um unsere Waffen irgendwie zu verbessern. Also Pistole, Q-Strahl und so ein bisschen. Und ja, genau. Das ist der Stand der Dinge. Ach ja, und wie immer Proton, Linux, ne? DXVK. Was wahrscheinlich keine Sau interessiert, aber ich habe jetzt trotzdem einfach mal. Ist hier noch irgendwie so ein Medizin-Operator. Okay. Ich habe die Null, weil ich habe den Dings nicht gesehen, die Falle. Sie hatten wohl einen harten Tag. Entspannen Sie sich. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Ich habe immer noch Gehirn. Erstsatz, dann reden. Ich bin hier immer noch unschlüssig, wie wir den Koch finden sollen. Ein paar mehr Einzelteile. Komisch, dass wir das noch nicht mitgenommen haben. Wahrscheinlich Inventar mal wieder voll oder einfach blindlings dran vorbeigelaufen. Ist ja beides durchaus so eine Standardprozedur von mir. Glu-Kanone. Ist hier irgendwas Brauchbares? Oh. Lol, das war gar nicht echt. Mehrere Ziele. Ja, gut, dann müssen wir doch wohl hier lang, aber das ist ja die Lobby. Nicht das Arboretum. Musst du die Mission nochmal durchlesen. Ihr solltet über eine Sicherheitsstation nach Julian Howard suchen, um mehr über den
Düngermix zu erfahren, der im Sprinklersystem des Arboretums testen wollte. Er wirkte so aufgeregt. Ach, der Typ ist hinüber und jetzt müssen wir aus einer komischen Sicherheitsstation sein Armband aktivieren. Ist hier überhaupt sowas? Ansonsten kann ich natürlich gerne hingehen und hier jede Leiche umdrehen und schauen, ob er das ist, aber... Ist hier nicht gerade irgendwo passenderweise? Eine Sicherheitsstation irgendwo versteckt? Ich meine, ich bin ja eh schon erstaunt, dass es hier nicht mal einen Recycler gibt. Okay. Ich bin gerade verwirrt, dass sie so in der Bewegung eingefroren ist, wie so einer von den Viechern, die von den Typhons ausgesaugt wurden, aber irgendwie sieht sie noch relativ normal aus. Guten Abend, Talos. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie freiwillige Überstunden gemäß unserer Firmenpolitik dem Stationspsychologen zu melden haben. Die Projekte an Bord mögen spannend sein, aber selbst der brillanteste Kopf braucht einmal Ruhe. Okay, ich glaube, mit dem Psychologen geht's auch nicht mehr so gut. Oh, scheiße, wie ging das denn nochmal? Notiz. Hallo Julian, ich bin vorbeigekommen, aber Sie waren nicht da. Zur Info, habe Ihre Labornotizen geprüft. Pflanzen stellen kein Gesundheitsrisiko dar. Grünes Licht für Arboretum. Was sagen, irgendwie bist du merkwürdig für Medikit. Ich wollte gerade sagen, Düngersäcke trinken, warum soll ich das tun? Oh, ja, ein bisschen Loot. Okay. Trotz allem die Frage, Sicherheitsterminal, wo, wie, wann? Oder wir gehen runter in die Lobby und versuchen es da erstmal weiter, weil ich glaube, in der Lobby gab es so ein komisches Sicherheitsterminal, weil da würde es immer, dass wir in die Lobby uns verziehen. Das ist die Medizinstation. Und dann da erstmal weiterschauen. Und dann natürlich das Armband von dem Dude aktivieren. Ja, das klingt eigentlich nach einer ganz guten Idee. Du betrittst Lobby. Du betrittst immer noch Lobby. Immer dieser Lobbyismus. Sauerei. Wissenschaftsoperator Einheiten stellen deine Psi wieder her. Doch ein korrumpierter Wissenschaftsoperator schadet dir. Ja, alles, was hier korrumpiert ist, schadet dir. Also das ist kackegal, ob es ein Wissenschaftsoperator ist oder nicht. Oder ein Medizinoperator oder was auch immer. Solange es korrumpiert ist, willst du dich töten. So, Lobby. Hier gab es ja diesen geilen Aufzug. Genau, bringe Bustavs Dingsbums. Hier steht jetzt nicht, auf welcher Ebene er sich befindet, oder? Hm.
Ja, dann runter zur Lobby. Tja, es interessiert mich halt echt immer noch bei der einen Fluchtkampfaktion, ob es wirklich funktioniert hätte, wäre Dezember damals. Hätte der damals überlebt. Weil dafür hätten wir General töten müssen. Knifflige Sache, knifflige Sache. Reinknoten ist hier auch. So, Sicherheitsstation suchen. Wo war die denn noch gleich? Ich bin mir ziemlich... Das sieht nach einer aus. Bin ich sicher, dass hier eine war. Juri. Ich will dich nicht beunruhigen, aber es gab einen Start von der Argus-Plattform. Der Vorstand hat von der Situation hier Wind bekommen. Ich hätte vielleicht das Ding später aktivieren sollen. Ist das so ein Hintergrundheimer ist, von dem du keine Ahnung hast, ob er existiert oder nicht? Ah. Ich vergesse, wie nervig das Hacken ist. Komma 07, Alter, das war knapp. Den Bärobot kann ich mitnehmen. Das Waffen-Upgrade-Kit leider nicht, weil ich immer noch keinen verkackten Recycler gefunden habe. Ich muss es doch irgendwo einen geben. Ich muss sagen, da ist doch ein Recycler. Der ist von uns links hier runter, dann da drumherum. Und da unten ist eine Sicherheitsstation, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ist die richtige? Ja. Einfach nur um diesen Kasten drumherum hier. Hier rein, die erste? Ja, und dann links. Rechts. Alternative Route, da wo wir gerade eben waren. Geil. Kann ich hier einfach abkürzen? Perfekt. Doch wieder hier rein. So, perfekt. So, hier gab es hier Schrott übertragen. Und die Sachen, die wir doppelt haben und dreifach. Gut. Klingt super. Und recyceln. Schön. Schön, schön. So. Nächster Halt, Sicherheitsstation. Ganz hier raus, um den Hauptaufzug drumherum. Ist da was ausgeschildert? Nee. Oh. Ja, Aufzug ist ja hier. Dumpti-dumpti-du, dumpti-dumpti-du.
Wäre ja auch zu einfach gewesen. Also hier rum und dann hier Security, wo Stick fett drüber steht. Easy. Dann hier drüber. So. Wen suchen wir denn jetzt? Es gab irgendeine, den suchen wir gerade hier aktuell auf der Lobby, in der Lobby. Genau, Gustav. Bringe Gustav Leitners Connectom zu Dr. Igwe zurück. Wo ist der überhaupt, der Igwe? Lobby? Aber wenn doch Lobby hier... Ach ja, Mikaela können wir ja auch noch treffen. Die Karten fehlen uns noch. Die Transcribed. Wieder eine psychologische Beurteilung. So genau, triff Mikaela Yusin in ihrem, in deinem Büro. Ah ja, da vorne mehrere Ziele. So, aber dann kann ich auch gleich den Typen im Arboretum aktivieren. Dem Professor Dr. Dr. Julian Howard. Julian Howard. Dupti-dupti-du. Mehrere Ziele. Also werfen wir auf der falschen Etage. Naja, auch nur, ja, auch eine Idee. Wo sind die denn dann? Ach, Ebene 4. Ich blick gerade nicht so ganz durch. Irgendwie bin ich verwirrt. Aber ja, doch anscheinend. Ja, wenn doch da in der Klammer Lobby reingeschrieben ist, warum muss ich denn nicht in die Lobby, wenn ich doch zum Arboretum wieder hochfahre? Ich bin wirklich verwirrt. Hm. Das macht gerade für mich absolut keinen Sinn. Ich meine, wir irren hier rum und stolpern hier durch die Gegend. Das ist irgendwie weird. Da müssen sie nicht reinschreiben, Besuch in der Lobby oder in Klammern Lobby, wenn der Typ da nicht ist. Wenn du am Ende dann doch wieder Arboretum endest. Das ist doch irgendwie... What the fuck? Irgendwie checke ich das gerade nicht. Wie so vieles, ja, gebe ich zu, aber... Habe ich schon gesagt? Nein, dann sage ich doch mal Ja, da hat sich eine Katze reingeschlichen. Mehrere Ziele, jetzt muss ich wieder zurück. Na egal, dann sammeln wir jetzt Julian Howard ein und dann ist gut. Katze, kannst du bitte deinen Arsch vom Bildschirm wegschieben, danke. Oh ja, da waren wir ja schon fast. So, nein, Krümmel, geh woanders spielen. Jetzt bitte nicht hier rumlaufen, danke. Ja, immer diese Katze. Oh hey, willst du was am machen? Gut, dann latsche ich dir erstmal über die Tastatur. Oder besten noch in die Maus. Die gestrige Charge war ein entsetzlicher Fehlschlag. Ganz schlechte Wurzelaufnahme. Aber Dr. Lin aus der Psychotronik war so nett, mir eine Probe eines Materials zu geben, das die Effektivität der Phytohormone bei bereits reifen Pflanzen verstärken dürfte.
Ich erwarte eine verkürzte Reifungszeit, eine erhöhte Ausbeute und einen außerordentlichen Heileffekt. Hoffentlich schmeckt das nicht scheiße. Ich brauche nur die Erlaubnis, den Plan durch den Fabrikator laufen zu lassen. Ja gut, das wäre natürlich jetzt doof, wenn du so einen Dünger entwickelt hast und dann fangen die Pflanzen ekelhaft Kacke zu schmecken. Dann auch keiner was von. Jetzt hast du wieder mehrere Ziele dran stehen und kannst wieder in diesen verkackten Aufzug rennen. Ich blick da nicht durch. Es sagt mir mehrere Ziele und dann, wenn ich da eigentlich bin, wo es sein soll, dann zeigt er mir nichts an oder bin ich einfach komplett blind? Ich habe mir jetzt nur den Hauer-Typen angezeigt, den ich markiert habe, explizit auf der Sicherheitsstation. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht keinen Sinn und das verwirrt mich. Ich mag es nicht, verwirrt zu sein, weil ich dann irgendwie nicht durchblicke und dann haspel ich mich und dann checke ich nicht, was passiert ist. Und am Ende des Spiels sitze ich dann da und denke mir so, hä? Das war irgendwie zu hoch für mich. Und das nur, weil ich irgendwie durcheinander gekommen bin an irgendeinem Punkt. Siehste? Mehrere Ziele, sagt es, und jetzt wird mir hier nichts mehr angezeigt. So. Hier ist nichts nirgendwo. Kein Ziel, kein gar nichts markiert. Naja gut, dann sind noch irgendwelche Treppen oder so neben dem Aufzug. Ne, das Ding geht nur aufs Arboretum, ist das alles gewesen, genau. Bleibt nur noch Lobby mit seinen verschiedenen Ebenen, wo du hoch und runter laufen kannst und dann erstmal wieder überall langlaufen und alles absuchen kannst und hurra! Ah. So, Employee Orientation, Psychotronics, Neuromod Division. Guten Abend, Talos. Ein Hinweis von Sicherheitschefin Alizar. Zum Schutze der Privatsphäre ihrer Kollegen sind Sicherheitsterminals nur von befugten Personen zu verwenden. Wenn sie keine blaue Uniform tragen, sind sie vermutlich nicht befugt. Ist mir egal, ich will wissen, wo die Alte ist. MV Michaela. Triff Michaela Yuishin in deinem Büro. Wo ist mein Büro? Traumazentrum, Personalabteilung. Dein Büro, Ebene 3. Das heißt, wir müssen nach ganz oben. Das wird wahrscheinlich deswegen nicht mehr geht, weil das Spiel davon ausgeht, da warst du schon mal. Naja, gut. Trauma-Center. Nein, wir müssen noch höher. Fast richtig. Ach da, Morgan Yu. Überhaupt gar nicht auf, unauffällig. Und wie kam es nochmal zur Dekompression? Das kam ganz plötzlich. Morgan, ich habe Ihr Terminal benutzt. War okay, hoffe ich. Ich habe Material für die Glue-Kanone gefunden und konnte mehrere Kanister voll herstellen. Ich habe auch Essen entdeckt. Liegt auf dem Tisch. Keine Sorge, habe alles überprüft. Ist vor Aliens sicher. Zappelt nichts. Ich würde aber erst Ikwe kosten lassen. Wie bitte?
Nur ein Scherz, Igwe. Ich setze Ihnen keine Aliens vor. Oder überhaupt irgendwen. Das wäre unmenschlich. Okay. January. Morgen. Vielleicht ist die Koralle eine Art Speicher für die Energie, die die Typhon angesammelt haben. Nein. Morgen? Sie waren 3 Wochen lang in der Simulation gefangen. Normalerweise laufen die Tests nur wenige Tage. Okay. Zeugs. Lass mal alles einstecken hier. Programme, was gibt's denn hier Schönes? Schau mich an, morgen. So, das haben wir ja schon mal gesehen. Was hat Igor uns noch zu sagen? Danke. Ein seltsames Gefühl. Ich halte Leitners Geschenk an die Welt entgegen. Er wird weiterleben. Hätte meine Frau ihn doch nochmal spielen hören können. Das war mutig von Ihnen, die Konnektome für mich zu besorgen. Ich weiß das zu schätzen. Das war nicht absichtlich. Ich weiß zu schätzen, was Sie und Trendstar für mich getan haben. Ja, ich weiß, die beiden umgelegt, Alter. Shit. Das verstehe ich nicht. Wissen Sie, wieso ich meine Akte gefälscht habe? Sie waren sich so sicher, als Sie mich gerügt haben, Morgan. Ich sei egoistisch und... Mein Vater wurde für seine Kritik an der sowjetischen Intervention in Indien verhaftet. Viele Häftlinge gehen in sibirischen Lagern verloren. Aber mein Vater verschwand. Ich wusste nur, dass Trendstar Volontäre aus diesen Arbeitslagern rekrutierte. Ich bin wegen Ihnen hier. Und Alex und Ihren Experimenten. Wollte ihn finden. Und jetzt? Er war hier. Ich... Da auf Ihrem Computer... Haben Sie Namen und IDs aus der Psychotronik gefunden? Von Dr. Gallegos. Die russischen Volontäre wurden nicht namentlich erwähnt, aber eine ID gehört meinem Vater. Wir können seine Akte suchen. Experimentprotokolle. Sie haben schon viel für mich getan, aber wenn Sie das Archiv in der Datenzentrale finden, wüsste ich endlich, was aus ihm geworden ist. Sein Name war Juri Andronov. V010655-32. Ich habe hier versucht, auf Dinge zuzugreifen, aber die meisten Systeme sind gesperrt. Morgen. Nachher ist Michaelas Vater der Koch, Alter. Okay, das wird langsam interessant, das Ganze. Schrank. Gut, aber das hier sehen wir in der nächsten Folge. Für die heutige Folge sage ich vielen Dank fürs dabei sein. Ich bin autonomer als ein gewöhnlicher Operator. Der Inhalt des Videos ist heikel. Nur eine Person aus Fleisch und Blut könnte mit der Verantwortung klarkommen, nehme ich an. Okay, ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Auf Wiedersehen und tschüss.